Hallo liebe Bücherfreunde in Natis Bücherwelt. Heute habe ich wieder eine Rezension für euch und zwar möchte ich über diesen Roman erzählen. Er heißt Nebelsphäre, der Zauber des Phönix. Er ist am 10. Februar diesen Jahres erschienen, geschrieben von Johanna Benden und er ist bei Grace Base erschienen. Er hat 502 Seiten und ich habe ihn gleich nach dem Erscheinen gelesen und kann euch nur sagen, es erwartet euch wirklich Großes. Ich möchte erstmal ein bisschen auf das Cover eingehen. Das Cover ist ja in so Blautönen gehalten, ihr seht es, und ich finde es einfach atemberaubend schön. Gerade diese Blautöne, die so ineinander übergehen, das gefällt mir sehr gut. Und im ersten Moment, da dachte ich immer, das ist ein Vogel, der da so drauf ist, ne, mit diesem Schweif. Aber in Wirklichkeit, wenn man genau hinguckt, ist es ein Drachen. Ja, und ich finde, dieses Cover verspricht einfach einen tollen Fantasy-Roman. Und ich erzähle euch jetzt erstmal, um was es in diesem Roman geht. Wir lernen in diesem Fantasy-Roman Margarete kennen. Margarete ist eigentlich ganz zufrieden mit ihrem Leben. Sie hat jetzt den Abschluss ihrer Ausbildung hinter sich und freut sich, dass sie im Familienbetrieb unterkommen kann. Der Familienbetrieb wird von ihrer Großmutter geführt und die beiden verstehen sich ganz gut und so steigt Margarete natürlich in dieses Familienunternehmen mit ein. Sie ist dafür zuständig, dass die Computer laufen, dass wie die Grafiken aufgebaut sind und sie hat natürlich auch ganz, ganz tolle neue Ideen, die sie ihrer Großmutter irgendwie schmackhaft machen möchte. Dabei unterstützt sie einen Kollege, nur wird sie irgendwann von diesem Kollegen sehr enttäuscht. Das erzähle ich euch natürlich jetzt nicht, was der macht. Auf jeden Fall, wäre für Margarete jetzt so alles in Ordnung, wie sie sich so das ihre Karriere vorgestellt hat. Doch dann hat sie immer wieder Schwindelanfälle, Kopfschmerzen. Sie fühlt sich einfach matt und energielos. Und was ihr noch viel mehr Sorgen macht, ist, dass sie, wenn sie sich so matt fühlt, dass sie dann eben ja so Schuppenwesen sieht. Und das kann sie sich natürlich jetzt überhaupt nicht erklären, wo diese Schuppenwesen herkommen. Und das macht sie natürlich voller Sorge, weil sie eben nicht weiß, was da dahinter steckt. Als ihr Kollege dann das Fass zum Überlaufen bringt, passiert es wieder, dass Margarete sich dermaßen aufregt und wieder diesen Schwächeanfall bekommt. Ja, sie fällt in Unmacht. Genau, das Wort hat mir jetzt gefehlt. Und als sie wieder zu sich kommt, ist sie in einer Klinik, in einer Psychiatrie, weil sie eben nachschauen wollen, was da mit ihr los ist, warum sie diese Schwächeanfälle hat. Natürlich weiß keiner von diesen Schuppenwesen, die Margarete immer wieder sieht. Und während dem Aufenthalt in dieser Klinik lernt sie Jan kennen. Jan ist auch ein Patient in dieser Klinik und die beiden verstehen sich immer mehr und vertrauen sich immer mehr an. Und Jan ist so ein Typ, wo Margarete einfach am Anfang denkt sie, was für ein Chaot und er soll sie in Ruhe lassen, ihr geht es ja auch nicht so gut. Aber Jan lässt sie halt nicht in Ruhe und besucht sie
jeden Tag, manchmal mehrmals am Tag. Es erscheint einfach in ihrem Zimmer und unterhält sich mit ihr, setzt sich dahin und ja, mit der Zeit hat Margarete auch sehr viel Vertrauen zu Jan. Und Jan fängt irgendwann von Drachen und Magie zu erzählen, an die er glaubt. Und Margarete traut sich, ihm von diesen Schuppenwesen zu erzählen. Ja, und dann überredet Jan Margarete, die Klinik zu verlassen. Und sie fliehen quasi gemeinsam aus dieser Klinik. Und Jan möchte ihr eine Welt zeigen, an die Margarete nie geglaubt hat. Denn Jan ist in Wirklichkeit kein Patient dieser Klinik. So, mehr möchte ich euch jetzt überhaupt nicht über diesen Roman erzählen. Er ist einfach wunderbar geschrieben. Das war also jetzt der erste Roman, den ich von Johanna Benten gelesen habe. Dies ist auch der erste Teil dieser Nebelsphären-Reihe. Also es gibt eine Reihe von ihr, die heißt auch Nebelsphären, das ist die Kiel-Reihe. Und dann fängt jetzt eben mit diesem Zauber des Phönix, fängt jetzt die zweite Nebelsphäre-Reihe an und das ist die Lübeck-Reihe. Und der erste Teil jetzt hier, den habe ich euch gerade vorgestellt. Ja, Johanna Benten hat mich eigentlich sofort mit durch ihren Schreibstil, durch ihre Art, sofort in ihren Bann gezogen. Die Geschichte war einfach unheimlich spannend aufgebaut. Sie hat es auch geschafft, die Spannung immer, auch wenn sie mal ein bisschen abgefallen ist, sie kam immer wieder hoch. Also es war wirklich ein Auf und Ab von diesem Spannung. Sie hat einen sehr lebendigen Schreibstil. Also mir ging so, ich war richtig in dieser Geschichte gefangen und sie hat die Charaktere so toll erklärt und beschrieben, dass ich wirklich die vor mir sah. Das ist bei mir sowieso ganz krass, also wenn ich ein Buch lese, egal welches Buch, welches Genre, ich sehe die Personen vor mir. Und es spielt sich bei mir, nicht bei jedem Buch, aber bei den Büchern, die mir wirklich gefallen, spielt das sich bei mir so im Kopf ab wie ein Film. Und das hat Johanna Benten wirklich geschafft. Ich habe die Personen lieb gewonnen, natürlich nicht alle, aber das müsst ihr lesen und könnt euch dann wahrscheinlich vorstellen, die mir nicht so gut gefallen haben. Aber Margarete erlebt so eine tolle Geschichte. Ja, und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf den zweiten Teil. Also ich weiß, dass Johanna Benten dran schreibt und ich bin sehr gespannt, wenn er dann erscheinen wird. Also ich werde ihn dann mir gleich zu Gemüte führen. Es ist also wirklich ein wunderbarer Fantasy-Roman, den ich euch wirklich wärmstens ans Herz lege. Und gerade weil der erste Teil jetzt erst im Februar erschienen ist, könnt ihr da wunderbar mit einsteigen. Jetzt habe ich natürlich noch eine Überraschung für euch. Und zwar hat die liebe Johanna mir auch erlaubt, aus ihrem Buch vorzulesen. Ich hoffe, es wird nicht so lang. Also es sind um die 30 Seiten. Dann habe ich Kapitel 1 und Kapitel 2 mit dem Prolog vorher natürlich gelesen. Ich weiß nicht, wie lange es gehen wird, aber ich hoffe, es geht nicht ganz so lange. Und es gibt ein Gewinnspiel bei der Lesung. Also seid dabei, hört euch die ersten zwei Kapitel an. Da spoilere ich natürlich nicht, weil da hört man noch gar nicht so viel, wie was Margarete wirklich so mit ihren Schuppenwesen, was das so auf sich hat und warum Jan so von den Drachen erzählt und von Magie und was alles in der Welt geschieht, was wir Menschen so gar nicht mitbekommen. Also das müsst ihr alles lesen und es ist wirklich so toll geschrieben. Also Johanna Benten sollte man sich wirklich als Fantasy-Autorin merken und ich werde mir auf jeden Fall auch die anderen drei Nebelsphären-Bücher, also die Kiel-Reihe, werde ich mir auf jeden Fall ebenfalls anschauen
und lesen, weil ich liebe ihren Schreibstil einfach. So, und habe ich gesagt, 5 von 5 Schmetterlinge hat das Buch natürlich von mir bekommen. Und wir sehen uns jetzt dann gleich bei der Vorlesung. Ich hoffe, ihr seid dabei und macht dann auch kräftig beim Gewinnspiel mit. So, das war meine Rezension zu Nebelsphäre, der Zauber des Phönix. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.